Willkommen im Autohaus Langer. Bei uns erwartet Sie die größte Autoschau im Rhein-Sieg-Kreis. Auf 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen über 200 Fahrzeuge der Marken Opel und Honda. Unser freundliches und kompetentes Personal berät Sie personen- und bedarfsorientiert. In unserer Meisterwerkstatt kümmern sich unsere Mechaniker gerne um Ihr Auto. Machen Sie doch auch mal einen Zwischenstopp bei uns. Autohaus Langer an der Burg Sülz 38 in Lohmar. Psychische Erkrankungen alter Menschen nehmen zu. Psychische Erkrankungen alter Menschen werden in den kommenden Jahren zunehmen. Zu diesem Schluss kommt das Gerontopsychiatrische Zentrum im Rhein-Sieg-Kreis in der nun veröffentlichten Jahresbilanz 2010. 2009 hat das Zentrum die Arbeit aufgenommen. Ein Hauptgrund hierfür sei die demografische Entwicklung. So ist die Anzahl der Menschen über 65 Jahren in den letzten Jahren angestiegen. Ein Trend, der sich bundesweit abzeichnet. Die wachsende Anzahl psychischer Erkrankungen verteilt sich somit auf eine größere Personengruppe. Der genannte Personenkreis gehört der sogenannten Babyboomer-Generation der 50er Jahre an. Wie die Zahlen zustande kommen, weiß Paul Mandt. Also man schätzt, dass jetzt zurzeit etwa 14.000 gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen im Rhein-Sieg-Kreis haben. Das ist eine Zahl, die geschätzt ist, weil es gibt keine Meldepflicht für demenzkranke Menschen, sondern das ist einfach eine Zahl, die aufgrund von Studien ermittelt wurde. Zu den gerontopsychiatrischen Erkrankungen zählen insbesondere seelische Erkrankungen älterer Menschen wie Demenz und Depression. Angststörungen und schizophrene Störungen sind weniger häufig zu verzeichnen, nehmen aber ebenso zu. Der Anstieg der Erkrankungen im Zuge des demografischen Wandels macht einen Ausbau der Versorgungsstrukturen erforderlich. Dies wird aus den zu verzeichnenden Zahlen deutlich. Aufgrund dessen sei eine neue Versorgungsphilosophie vonnöten, so der Schluss der für die Jahresbilanz zuständigen Stelle. Demnach sollen, soweit vertretbar, Erkrankte in der häuslichen Umgebung Hilfe erhalten. Dies soll dem Erhalt einer bestmöglichen Lebensqualität alter Menschen dienlich sein. Zudem sollen Angehörige entlastet werden, um familiäre und soziale Beziehungen zu erhalten, sowie eine aktivere Teilnahme Betroffener in der Gemeinschaft gewährleisten zu können. Wie schnell alten Menschen und Angehörigen geholfen werden kann, hängt auch von diesen selbst ab. Das ist unterschiedlich. Das hängt ganz einfach davon ab, wie schnell die Angehörigen auch nach Hilfe fragen. Die sozialpsychiatrischen Zentren, die im Auftrage des Rhein-Sieg-Kreises die Beratung und Unterstützungsleistungen darbringen, sind also gehalten, möglichst schnell den Angehörigen oder Betroffenen zu helfen. Das kann innerhalb von wenigen Tagen sein, das kann allerdings dann auch schon mal sein, dass ein Termin vereinbart wird. Insgesamt gibt es 8 Arbeitskreise mit rund 250 aktiv Beschäftigten im Rhein-Sieg-Kreis. Diese arbeiten stetig an einer Weiterentwicklung des Versorgungskonzeptes, um zukünftigen Herausforderungen begegnen zu können. Mittlerweile etablierte Angebote für Betroffene und Angehörige sollen in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Derzeit gibt es jeweils 12 Angehörigen- und Betreuungsgruppen und 5 Tagespflegeangebote. Diverse Pflegedienste im Rhein-Sieg-Kreis bieten 46 qualitätsgesicherte Betreuungsangebote.